Mein Name ist Felix, ich bin 21 Jahre alt, ich mache die Ausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation zum Finanzassistenten und ich bin derzeit im zweiten Lehrjahr. In meiner Ausbildung lernt man zunächst den Privatkundenbereich kennen. Da reichen die Aufgaben von Geld abheben über Zahlungsaufträge einrichten bis hin zum Verkauf von Produkten an den Kunden. Später lernt man dann noch die internen Abteilungen kennen, wie Firmenkundenberatung oder Vermögensberatung. An der Ausbildung hat mich besonders gereizt, dass ich tiefere Einblicke in Themen wie Steuern, Versicherung, Baufinanzierung bekomme. Langweilig wird es hier nie. Die einzelnen Aufgaben sind immer unterschiedlich und sehr spannend. Wir arbeiten individuell mit jedem Kunden zusammen und ich bin einfach froh, Teil des Teams zu sein. Die Ausbildung zum Finanzassistenten ist eine doppelt qualifizierende Erstausbildung und läuft parallel zu kaufmännischen Berufen, in meinem Fall zum Bankkaufmann. Der größte Unterschied zur klassischen Bankkaufmannlehre ist zuerst einmal die Ausbildungszeit, die bei mir anstatt 3 Jahre nur 2 Jahre beträgt. Da bei uns Abitur vorausgesetzt wird, wird in der Berufsschule auch mehr erwartet. Am Ende mache ich eine Prüfung zum Bankkaufmann und erlange durch eine Sonderprüfung die Qualifikation zum Finanzassistenten. Nach meiner Ausbildung kann ich entweder direkt einsteigen, ein Fach- oder Betriebswirt machen oder mit einem Studium beginnen. Ich würde die Ausbildung jederzeit wieder wählen und kann sie auch jedem weiterempfehlen, der wirtschaftlichen Themen nicht abgeneigt ist und sich für Zahlen interessiert. Wer offen, freundlich und kundenorientiert arbeiten möchte, ist hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.